Hallo, liebe Zuhörer. Ich habe hier die Hauptdarstellerin, die Protagonistin, und wir haben, das war gerade sehr blöd formuliert. Magst du Ganz Moderator gut. machen und ich beantworte die Fragen? Wie findest du deinen Charakter? Ja. Okay. Ja, wir haben da ein paar Fragen vorbereitet. Stelle ich dir mal Nadine die erste Frage. Zum Hörspiel Arabischer Sprawl. Beschreibe bitte deine Rolle entsprechend deiner Vorstellung. Hast du da eine Idee, als du das alles eingesprochen hast, wie Saida aussehen könnte und welche Einstellungen sie hat? Ja, genau. Ich spiele die Saida im arabischen Sprawl und was man über sie erfährt während der Dialoge ist auf jeden Fall, dass sie Ägypterin ist, dass sie auch relativ stark ist, weil also zumindest übt sie einen Beruf aus, der irgendwie mit Hubschrauber fliegen und Waffen bedienen und so zu tun hat. Also sie ist jetzt kein Mauerbläumchen, ja, was ist denn ein Mauerbläumchen? Ein Mauerblümchen. Ich empfinde sie schon so als starke Frau, die auch Durchsetzungsfähigkeit hat. Andererseits ist sie auch, glaube ich, ein ziemlicher Familienmensch, weil sie jetzt zum Beispiel ihrem Bruder da ziemlich hilft bei seiner Krankheit und dem, was er da so zu tun hat. Also ich glaube schon, dass sie da so beide Seiten sich hat. Und da vorstellen, wie sie aussieht, tue ich sie mir komischerweise immer als nicht. Also braun gebrannt, sage ich jetzt mal, also wahrscheinlich eher vom Hautton her, ein bisschen größer als Normalgröße, Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren, die aber immer zum Zopf zusammen sind, also die sie praktisch nie offen trägt. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie in meinem Kopf einfach so drinne. Das Ganze spielt ja in einem Cyberpunk-Setting in der nahen Zukunft. Was macht sie irgendwie zu so einer Cyberpunk-Figur in deiner Vorstellung? Sie hat ja, das erfährt man ja im Hörspiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoiler, aber sie hat ja ein Cyberauge. Also sie hat ja praktisch eine sozusagen mechanische Aufwertung, die auch bei der Ausübung ihrer Tätigkeit hilft. Habe sie mir auch dunkelhäutiger vorgestellt und auch dunklere Haare, aber so in den letzten Tagen spiele ich mit den Gedanken, irgendwie wäre es cooler, wenn sie irgendwie knallbunte Haare hätte oder so. So habe ich mir ehrlich gesagt Chroma vorgestellt. Knallrosa Haare und so, aber Aber stimmt schon, Saida ist da etwas wahrscheinlich konservativer, ich aber ich glaube, glaube. Glaub. sorry. Nee, nee, Man bitte, erfährt nee. ja auch irgendwann zwischendurch, dass sie auch durchaus religiös ist. Und da glaube ich auch, weiß nicht, das würde für mich nicht so passen, wenn sie jetzt mit knallpinken Haaren rumlaufen würde. Es würde zwar schon irgendwie zu ihrem Charakter passen, aber stell sie mir einfach mit schwarzen Haaren vor. Zweite Frage war, welcher Take deiner Rolle ist dir besonders im Sinn geblieben und weshalb? Du Darf hast ich ja, mehr als einen sagen? selbstverständlich. Also ich möchte nur gerade eine Fußnote anbringen. Und zwar, Saida-Takes in diesem Hörspiel sind insgesamt über 200. Und du hast ja pro Take verschiedene Versionen eingeschickt, in der Regel 2 bis 3. Selber hast du sicherlich für dich noch einige gemacht, die du dann wieder gelöscht hast. Das heißt, du hast faszinierend über 500 Take, vielleicht sogar fast 1000 Takes für dieses Hörspiel aufgenommen. Ja, das stimmt. Das war auch also bisher meine größte Rolle, die ich irgendwo gesprochen habe. 200 Takes klingt erstmal jetzt boah, ganz gut machbar. Wenn man dann aber ins Skript schaut und sieht, also ein Take kann ja alles Mögliche sein. Es kann nur ein Wort sein, ja, bis hin zu irgendwie einer halben Seite. Und die Saida, die spricht doch teilweise dann Takes, die wirklich mehrere Sätze umfassen. Das heißt, das streckt das Ganze dann nochmal ein bisschen. Und wie du schon sagst, natürlich spricht man da mehrere Versionen für sich selbst auf und ich mache das zumindest immer so, ich sortiere das dann halt vorher noch ein bisschen aus. Also ich schicke da nicht 10 verschiedene Versionen, wenn ich so viele aufgenommen habe, raus, sondern entscheide mich dann halt persönlich schon mal für die besten 3 oder so. Und das war schon ganz schön viel, das stimmt. Und welcher ist zum Beispiel irgendwie so eine ziemlich schwierige Passage gewesen, bei dem du besonders häufig aufnehmen musstest oder ein Zungenbrecher oder ein Take, der dich irgendwie erstmal zum Nachdenken brachte? Also ich habe eigentlich so 3 Sachen, die mir da spontan einfallen. Das eine mit dem Zungenbrecher, da gab es einen Satz, da ging es darum, dass June, einer anderen Pilotin, die dann einen Auftritt hat, erklärt wurde, wie das so läuft und wo die Hubschrauber stehen. Und da gab es so einen blöden Satz, 10 Wasps
und 5 Sikorsky Bell Peacekeeper. Ich glaube, ich habe nichts öfter gesprochen als das. Das war wirklich, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Vor allem, warum müssen es denn auch unbedingt noch 10 Wasps sein? Passen halt aufs Dach. Das war wirklich, da habe ich richtig geflucht in meinem Sprechschrank. Komisch ist auch, dass so Takes, die ganz kurz sind, also Saida hatte irgendwie, ich glaube, 5 Mal oder so ein Take, der einfach nur ja war. Und in ein so kurzes Wort dann auch die richtige Stimmung reinzupacken, das ist manchmal schwieriger, als wenn man irgendwie einen zusammenhängenden Satz, zusammenhängenden Take von 4 Sätzen spricht. Ich glaube, ich habe von keinem Wort mehr Versionen aufgenommen als von ja. Und ein Take, der mich überrascht hat für die Saida beim Casting, war ja dieser, was, ich bin in der Regakontrolle, was ist eigentlich mit Toni? Das war ja einer der Casting-Takes, die es da gab. Und im tatsächlichen Hörspiel ist das ja ein sehr dramatischer, emotionaler Moment eigentlich schon. Ne? Also so einer der Höhepunkte, wo ich dachte so, wow, okay, das war mit dem Casting-Take gemeint. Entschuldigung, weil das kam irgendwie in dem Casting-Take, da wusste man gar nicht so, worum es geht. Wo es mit, was ist mit Toni? Ja, was ist denn mit Toni? Wusste man nicht. Im Hörspiel war so, wui, okay. Ja, genau. Die dritte Frage lautet, inwiefern findest du dich selbst in der Rolle und was an der Rolle wäre dir völlig fremd? Also was mir völlig fremd wäre, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Es scheint so, also es ist kein Hauptthema, aber es scheint so kurz durch, dass Saida wohl relativ religiös ist. Überhaupt gar nicht. Also da kann ich mich null mit identifizieren. Zum Glück auch nicht im Hörspiel einer ihrer Hauptcharakterzüge, der irgendwie wichtig ist. Daher konnte ich mich dann eher auf die anderen Sachen konzentrieren, die ja zum Beispiel, ich glaube, sie definiert sich zu einem großen Teil durch ihren Job, durch ihre Arbeit. Und sie reagiert relativ allergisch auf so Ungerechtigkeiten und Korruption zum Beispiel. Da kann ich mich auf jeden Fall extrem mit identifizieren. Das ist auch so ein Punkt, der ist eigentlich so ein kleiner Plothole, so ein Fehler in der Story von meinerseits, weil eigentlich sind Leute, die in so einem sehr korrupten Umfeld aufwachsen, das Ganze gewohnt. Und nur Menschen, die von außerhalb kommen, finden als etwas, das man bekämpfen sollte und nicht als nötigen Teil des Systems. Das empfindet sie aber. Vierte Frage ist, wie könnte eine mögliche Fortsetzung des Hörspiels deines Erachtens aussehen? Auch wenn ich weiß, dass du gerne in der Zeit bleiben würdest, würde ich gerne nochmal zur vorherigen Frage schnell zurück. Ich empfinde es eigentlich als nicht als Plothole oder so, sondern als besonders herausstellendes Merkmal eigentlich von Saida, dass sie halt, obwohl sie irgendwie da aufgewachsen ist und das alles kennt, so, dass ihr so unangenehm aufstößt und sie irgendwie nicht Teil von so einem komischen, blöden, korrumpierten System sein möchte. Stimmt, man könnte es als Stärke ihres Charakters verstehen. So habe ich es zumindest verstanden. Was stellst du dir vor, wie es weitergehen könnte? Ich weiß nicht, ob ich nun viel verrate, aber am Ende hat sie dann ja tatsächlich Kontakt mit den Runnern und erledigt da mehr oder weniger wissend Aufträge mit. Und natürlich merkt man dann, dass sie da irgendwie Gefallen dran findet und wäre als Hörer, zumindest wäre ich, relativ interessiert zu wissen, wie es denn da weiter ginge. Ne? Ob sie dann jetzt da wirklich indoktriniert wird, ob sie dann regelmäßig Aufträge macht, was sie da so erlebt. Da könnte ich mir relativ spannende Storys zusammenspinnen, was da so passieren könnte. Verrätst du uns da welche? Kann ich gerne hinterher als Ideen zuschicken oder so. Sonst sind wir hier noch wirklich lange am Quatschen. Stimmt. Fünfte Frage. Spielst du eigentlich selber Shadowrun oder ein anderes Pen and Paper? Nee, tatsächlich nicht. Und ich war erst dieses Jahr vor, ich glaube, es ist jetzt 2 Monate her, auf dem IHW, dieses internationale Hörtalk-Wochenende, was vom Hörtalk-Forum da veranstaltet wurde. Und da bin ich tatsächlich das allererste Mal mit einem Pen und Paper, das wurde da angeboten, so für Neulinge, Pen und Paper-Einführung sozusagen, in Berührung gekommen. Das war so mein allererstes Pen und Paper-Erlebnis. Sonst habe ich damit eigentlich wirklich gar nichts zu tun. Und wie hieß das? Welches war das? Ja, irgendwas mit New World of Darkness oder so? Gibt's sowas? Also World of Darkness ist ein, da sind Vampire und Werewolf und diese ganzen anderen große Sachen. Es gab so verschiedene Settings, die man spielen konnte. Da konnte man sich irgendwas aussuchen. Werewolf war auch dabei, Vampir glaube ich auch. Das wurde uns aber gesagt, das ist ein bisschen zu aufwendig, deswegen haben wir den Menschen. Zur sechsten Frage. In welchen Hörspielen kann man dich noch so hören?
Mit Hörspielen ist das ja so die eine Sache, die dauern relativ lange, zumindest in dem kleinen Bereich, in dem wir uns hier bewegen, bis sie fertiggestellt sind. Ich habe schon in relativ vielen Hörspielen mittlerweile mitgesprochen, es ist aber relativ wenig davon fertig geworden. Was jetzt zum Beispiel schon fertig ist, wo man mich tatsächlich hören kann, ist einmal nicht richtig ein Hörspiel, sondern eine Hörgeschichte, sage ich mal, die praktisch von mir First Person erzählt wird, die ganze Zeit durch. Also da sprechen nicht mehrere Sprecher, sondern nur ich. Wäre Jen und Victoria. Da ist jetzt gerade der zweite Teil fertig geworden. Da Jen kann man und mich auf jeden Victoria. Fall, genau, kann man bei YouTube suchen, da gibt es einen YouTube-Kanal. Da kann man mich relativ viel hören und ansonsten gibt es auch so ein Aliens-Hörspiel vom Kinderohrenkino. Das soll so ein Dreiteiler werden. Der erste ist schon draußen, der zweite ist gerade in der Mache. Da kann man mich als einen mobilen Bordcomputer hören. Und dann habe ich natürlich meine eigenen Projekte noch in der Hinterhand, wo ich auch als Autorin tätig war. Blumera und das Reaction Manifest, die sind aber noch wirklich in Work in Progress. Da kann man noch nichts wirklich fertig hören. Also dieses Hörspiel, also Arabischer Sprawl, das hat ziemlich genau ein Jahr gebraucht. Vom ersten Wort im Hörspielskript bis halt jetzt nach dem Mastering. Ich glaube, ein Jahr ist auch tatsächlich für ein Skript dieser Länge, das ist ja jetzt nicht das kürzeste Hörspiel, relativ guter Zeitraum, glaube ich. Wir haben noch zwei Fragen, Nadine. Die vorletzte ist, wie sieht die Arbeit eines Hörspiels, einer Sprecherin eigentlich so aus? Das, was sich wahrscheinlich jeder denken kann, ist, dass man spricht. In der Regel in ein Mikrofon, sodass es aufgenommen werden kann. Aber ich kann jetzt nur den nicht kommerziellen Bereich beurteilen, zum Beispiel beim Hörtalk-Forum. Da ist es so, das kommt ein bisschen darauf an, mit wem man da noch zusammenarbeitet, in welcher Art und Weise die Takes verlangt werden. Manchmal muss man da relativ genau noch Takes zusammenschneiden und entsprechend nennen. Also muss auch tatsächlich sich das dann alles anhören. In der Regel zum Beispiel mache ich das so, wähle dann immer noch aus, welche Takes ich wirklich rausschicke. Ich weiß aber auch, dass viele es anders machen. Die nehmen dann eine lange Aufnahme auf. Also es kann sein, dass man noch irgendwie schneidetechnisch tätig werden muss. Das ist aber total abhängig davon, wie man arbeitet und was da von einem erwartet wird. Aber eigentlich ist es die Vorbereitung. Man liest sich das Skript durch, man guckt so ein bisschen, wie ist meine Rolle so, findet sich da rein. Ich meine, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir haben hier im nicht kommerziellen Bereich. Da steht keiner und sagt Zeit, 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 sondern man kann sich hier schön Zeit lassen und seine Rolle reinfinden. Es hat Trocken üben vorher. eine schauspielerische Seite und eine technische Seite. Bei der technischen Seite gibt es dann bestimmte Programme, die man können muss, oder? Also man muss sich schon ein bisschen damit, also Audacity zum Beispiel ist so ein Freeware-Programm, mit dem man Audiodateien bearbeiten kann. Reicht in der Regel schon aus, einfach um irgendwie eine Audiodatei reinzuladen, sich die anzuhören und irgendwie ein bisschen dran rumzuschneiden, also Sachen rauszuschneiden und das irgendwie wieder zu exportieren. Da sollte man schon ein bisschen firm mit sein. Cool. Dann haben wir jetzt noch die letzte Frage, für die Geschmack gefunden haben an dem Ganzen. Man kann ja recht leicht in die Genre reinkommen. Ich habe vorher noch nie Autorentum oder sonstiges zu tun gehabt. Einfach mal ein Skript geschrieben und im Hörtalk angeschrieben und dann ist man schon mittendrin. Für Leute, die das auch gerne mal probieren möchten, wie könnte man selber an einem Hörspiel teilnehmen? Das ist, glaube ich, relativ einfach. Man geht auf hörspielprojekt.de und da gibt es irgendwo einen großen Button Forum oder man geht direkt auf hör-talk.de und da findet man dann eine Community von vielen netten Leuten, die einem gern den Einstieg erleichtern. Man muss da so ein paar kleine technische Hürden schaffen, weil jedes Handy-Mikro reicht halt nicht halt in einem Hörspiel eine einigermaßen okay Qualität zu liefern. Aber da wird einem geholfen, um es mal mit ich glaube, Verona Feldbusch war es, die es früher mal gesagt hat, irgendwie 11880, da wirst du geholfen oder so. So war das. Genauso ist das. Da sind die Leute alle ganz nett und wenn man da komplett neu ist und grün in den Ohren und keinen Plan hat, wo man anfangen soll, dann gibt es da ganz, ganz, ganz viel Information. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe. Ich bin der Schreiberling von dem Hörspiel Arabischer Sprawl. Ist wahrscheinlich zwischendurch klar geworden. Nadine, vielen Dank. Vielen Dank für deine tolle Leistung, auch im Namen der Hörer sicherlich, auch für dieses Interview. Wie würde ein Moderator das Ganze jetzt abschließen? Ich sage erstmal kurz Danke. Danke dafür das Vertrauen, was du in mich gesetzt hast. Es war meine erste so große Hauptrolle, die ich spielen durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
Und wie würde ein Moderator es abschließen? Er würde wahrscheinlich sagen, dass die Hörer uns vielleicht auch erzählen sollen, wie sie es denn fanden. Genau, schreibt in die Kommentare und ja, würde mich freuen zu lesen, was ihr so denkt. Ja, mich auch. Dann Würde ich sagen, sagen wir Tschüss.